So Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Astrobot Rescue Mission für die PlayStation 4 VR. Ihr wisst Bescheid, das hier ist ein Special Part. Das heißt, er gehört nicht zur Hauptstory oder zum Hauptgameplay dazu, sondern wir gehen in den Playroom. Ich werde alles zusammenschneiden, dass wir wirklich ein kompakteres Video haben, wie ich quasi alles aus diesem Greifautomaten raushole, und ich glaube, dann sollten wir Platin bekommen. Gehe ich mal jetzt mal von aus. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß. So. Gut. Ich bin gespannt, ob wir genügend Münzen haben. Wird sich herausstellen. Weil es gibt ja einiges, was wir da rausholen müssen. Kann auch sein, dass wir die Level nochmal spielen müssen. Das mache ich dann aber privat. Und ja, gucken wir einfach mal. Ich habe ja wirklich viel gesammelt, kann man so sagen. Und deswegen, ja. Gut, wir sind wieder hier. Astro. Ja, das wird der letzte Part sein, glaube ich, wo wir uns sehen. Aber okay. Wo haben wir den? Da, Astro Ship. Schiff, wie auch immer. Let's go. Ja. Jetzt kriegst du das, was du verdient hast. Nach all der Anstrengung, nach all den Taten, die wir da über uns ergehen lassen mussten. Ist schon was Feines, auf jeden Fall. Alter, wie lange dauert das? Das lädt ganz schön lange. Ja? Hallo? Das lädt ja noch länger als alles andere. Da, die Musik ändert sich. Das war irgendwie ganz witzig, dass ich den jetzt gerade so ein bisschen balanciert habe. Okay. Wow. Das sind ja einige. Die haben auch so ein bisschen andere Farben. So Gold-Silber halt, ne? Aber so Türkis irgendwie. Ja, jetzt bist du heiß begehrt, ne? Ja. Von allen. Sie wollen dich alle, Astro. Sie wollen dich alle. Ja, sie wollen dich wirklich alle. Ich wollte schon sagen, was geht hier ab? Passiert irgendwas, wenn alle uns folgen? Ich glaube nicht, oder? Nee, sieht nicht danach aus. Ja, immer der Reihe nach, ne? Ihr wisst ja, 1,5 Meter Abstand. So. Die Bälle können wir weghauen. Oh, wir können die Dinger dann auch öffnen. Das will ich jetzt aber nicht. Wir machen das später. Wenn wir alles haben. Oh ja, die Musik. Es kann gleich losgehen. Wie mache ich das nochmal mit den Münzen? Ach so. Ah, stimmt, ich musste ja gar nicht einzeln reinschmeißen. Das war ja nur in dieser Demo. Boah, wie viele Dinger da jetzt gerade reinkamen. Gut, eins zeige ich euch noch, wie ich das aufhebe. Je nachdem. Und dann schneide ich das, glaube ich, rein. Oh, so ein Muschelgegner. Ja, ganz nett.
So Leute, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, mir fehlt bei Feuer eins und bei Wasser fehlt mir eins. Bedeutet, wir brauchen, wenn wir Glück haben, nur noch 200 Münzen und dann sollte es klappen. Ich gucke mal, was jetzt so passiert. Wir werden jetzt hier kurz rausgehen und dann werde ich die kurz selber farmen. Dann komme ich nochmal hier hin und dann sollten wir die 100% erreicht haben. Ja, Mann, ist das Alien einfach da oben. Ah! So hat man sich quasi gefühlt, bevor der, ja, wie soll ich sagen, bevor das alles losging wahrscheinlich. Wo ist Astro? Ach, da hinten. Kann das sein, dass nochmal was passiert? Ich lasse die Kamera erstmal laufen. Wie kommen wir hier raus? Ach, da vorne. Gucken wir mal. Ich hoffe, man konnte sehen, welche Figuren mir so gefallen haben. Wo ich wirklich länger mal nachgeguckt habe und sie gedreht habe. Sollte dann dem einen oder anderen dann aufgefallen sein. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, jetzt haben wir um die 500. Das heißt, wir hätten 5 Versuche. Gehen wir jetzt nochmal in das Schiff. Und holen uns den Rest. Genau, Astro. Wir holen uns den Rest. Boah, lädt das lange. Ja, wahrscheinlich, weil wir dann so einen komplett anderen Raum betreten. Damit das bei den Leveln nicht so lang laden muss, haben die das irgendwie so geregelt wahrscheinlich. Ja, die folgen dir auch schon so, ne? So. Wenn wir das jetzt hinkriegen, sollten wir tatsächlich alle bekommen. Es sei denn, ich verkacke es. Das kann auch passieren. Weil da sind jetzt überall so, also zum größten Teil so schwarze Kugeln. Ja, wobei, es geht eigentlich. Ich glaube, das schaffen wir. Rot verschwindet jetzt komplett. Sollte komplett jetzt verschwinden. Das werde ich jetzt nicht schneiden, das ist blöd. Oh ja, es sieht auch ganz nett aus. Die sehen alle wirklich ganz cool aus. Die sehen aus, als ob die so aus... Ja, aus Stahl sind oder so. So. Ja, also... Die Sachen sehen wirklich so aus, wie sie aussehen sollen. Wie im wirklichen Leben. Dass man wirklich denkt, dass sie so robust sind. Oder aus welchem Material die bestehen. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt sollten wir alle haben. Ja, Trophäe. Und die Platin. Geil. Wir haben Platin, Leute. Yes. Fertig. Oh, wir werden gefeiert, Astro. Siehst du das? Das haben wir beide uns verdient, oder? Sei ehrlich. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Truhen öffnen. Dann muss er jetzt hier alles sich verteilen, oder nicht? Das will ich jetzt mal sehen. Ja, draußen ist wieder das Alien. Okay, was passiert? Ah, das verwandelt sich jetzt in diese Welt, oder was? Oha, wie geil. Und jeder Bossgegner, der hängt dann auch da oben. Oh, richtig gute Idee. Alter, wie das alles zusammengefügt wurde. Ey, jetzt mal ohne Witz. Astro, kannst du die besiegen? Wow, du kannst die weghauen. Das ist dann nochmal so ein kleines
Extra-Level oder so. Wie cool ist das denn? Du kannst sogar da drin sitzen. Mega geil. Oha. Oha, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, alles zu sammeln. Gucken wir mal, was hier drin ist. Das hier ist so Wolkenlevel, oder? Oh, da oben ist dann auch der Riese. Der mit den Megaperls, ihr wisst. Astro kann hier sterben? Aber der spawnt wieder. Okay. Oh, ist das cool. Man kann die hauen, dann gehen die auf. Da oben ist sogar dieser Zeus. Oh, das ist wirklich... Ey, ohne Witz. Das ist so schön. Oh, das ist so, als ob man wirklich mit so kleinen Figuren spielt oder so. Boah. Richtig gute Idee. Oh, ich bin gespannt auf die nächsten Sachen. Jetzt müsste der Affe kommen, oder? Ja, da ist der Affe. Ja, nee, ist klar. Da ist eine Kuh. Mit einem UFO. Boah, ist das Hammer. Okay, das hier ist das Standardding. Okay, darum ist er auch der Endboss. Ja, Mann. Okay, da ist die Spinne. Boah, diese kleinen Details und so, ne? So richtig cool. Und ich bin so froh, dass wir hier drin sind wegen den Bossgegnern, weil jetzt kommt ein ganz besonderer. Wow, da sind sogar Delfine und so. Und da ist sogar der Wal. Boah, da müssen wir kurz hin. Da will ich mal gucken. Ach, wir können da gar nicht rein. Doch, wir können da rein. Boah, ist das mega cool gemacht. Oh mein Gott. Einfach nur schön. Richtig schön. Oh. Ja, das ist unser Vogelfreund, ne? Der, wie ich finde, glaube ich, schwerste Bossgegner. Einfach nur Hammer. Mega Hammer. Ja, wie es aussieht, das war's wohl, ne? Einfach ultimativ geil. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mich das auch nochmal so flasht. Ey, gut, jetzt mal ohne Witz. Stellt euch mal vor, ich hätte die Kiste schon vorher berührt und wüsste, wie das alles aussehen würde. Aber da wir jetzt alles komplett haben, können wir uns das genauer angucken und das genießen. Wisst ihr, wie ich das meine? So sieht das viel besser aus, als wenn man das einzeln sehen würde. Also so finde ich das jetzt. Oh mein Gott, schweren Herzens
müssen wir leider Lebwohl sagen, Astro. Astro. Ja, Lebwohl. Mach's gut. Vielleicht kommt ein zweiter Teil raus und wir sehen uns nochmal. Das wäre echt cool. Ich würde mich freuen. So. Ich hoffe, man konnte mich trotzdem irgendwie sehen. Weil ich so ein bisschen tief hing. Aber es waren wirklich einige Dinger, die ich da rausholen musste. Aber holy shit, es hat mir jede Menge Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich am Ende nochmal so packt. Dass es da noch so einen Aha-Effekt gibt, wo die sich drüber Gedanken gemacht haben und so. Einfach nur bombastisch. Im vorherigen Video habe ich nochmal erzählt, was ich so toll an dem Spiel fand. Und ja, ich muss echt sagen, der High-Boss, der hat mir den Rest gegeben. Und es war wirklich eine Erfahrung wert, auch wenn man irgendwo eine Angst hatte. Aber ganz im Ernst, das ist es mir wert gewesen. Und ja, ich freue mich darauf, dass wir noch weitere VR-Titel ausprobieren können, je nachdem, in welchem Rahmen das Ganze passiert. Und dass ich das mit euch vielleicht irgendwie teilen kann. Und ja, ich hoffe, ihr kommt auch irgendwann in diesen Genuss. Ich würde das jeden von euch irgendwie wünschen oder auch wirklich gönnen, weil das ist wirklich eine Erfahrung, die ist Hammer. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time. Haut rein.